Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute soll es einfach mal darum gehen, dir so 8 Gedanken mit auf den Weg zu geben, warum eine E-Mail-Marketing-Software nützlich ist, warum du E-Mail-Marketing einsetzen solltest. Und ich würde sagen, lass uns gleich loslegen. Der erste Gedanke zu dem Thema ist, dass du durch E-Mail-Marketing Vertrauen aufbaust. Zuerst muss es dir gelingen, eine Beziehung zu deinen Interessenten aufzubauen. Da spielt es auch gar keine Rolle, ob das online oder offline, ob du da unterwegs bist. Wenn du bei einem Kunden am Küchentisch zum Beispiel sitzt, dann ist es genauso wichtig, dass du eine Vertrauensbasis schaffst, eine Beziehung aufbaust, damit dann später auch verkauft werden kann. Und im Internet, da man dich physisch nicht sieht, nicht mit dir in dem Sinne kommuniziert, ist es natürlich noch viel, viel wichtiger, dass du dementsprechend es schaffst, ein Vertrauen aufzubauen, und das kannst du halt eben schön automatisieren, auch indem du regelmäßig mit deinen Lesern auf deiner Liste dementsprechend dich austauschst, Mitteilungen versendest zu deinem Unternehmen, Neuigkeiten, News, also quasi deine Leser auf dem Laufenden hältst. Und das ist eben, wie gesagt, ein Riesenvorteil, dass du mit E-Mail-Marketing Vertrauen zu Menschen dementsprechend aufbauen kannst. Der zweite Gedanke dazu ist, dass du eine persönliche Ansprache machen kannst. Du kannst das Ganze eben dementsprechend personalisieren. Das ist ein weiterer Vorteil von E-Mail-Marketing, während du auf einem Flyer, den du in der Stadt verteilen lässt, nicht die Leute persönlich ansprechen kannst, kannst du übers E-Mail-Marketing deine E-Mails dementsprechend für jeden einzelnen Empfänger personalisieren und kannst auch so zusätzlich direkt die Leute dementsprechend auch mit ihrem persönlichen Namen ansprechen. Also auch ein gewaltiger Vorteil. Der dritte Gedanke zu dem Thema ist, und das ist ein ganz wichtiger, dass du eigentlich auf jede E-Mail sofort immer ein Feedback hast. Vielleicht manchmal auch ein bisschen zeitverzögert, aber in der Regel hast du immer ein sofortiges Feedback und hast quasi ein messbares Ergebnis. Du siehst also sofort, ob die E-Mail erfolgreich war. Du siehst sofort, wie oft wurde das Ganze geöffnet, die Links angeklickt und so weiter. Und dadurch hast du halt eben auch geringere Streuverluste. Wenn du heute eine Radiowerbung machst, eine Zeitungswerbung machst, dann weißt du letzten Endes nie genau, wer jetzt diese Nachricht bzw. diese Werbemaßnahme dann dementsprechend konsumiert. Sind es junge Menschen, sind es alte Menschen, arme, reiche, dünne, dicke? Also du hast da dementsprechend einen ziemlich großen Streuverlust, da du einfach halt nie genau weißt, okay, wer ist denn jetzt der Empfänger dieser Maßnahme. Ein weiterer Punkt ist, dass du dir über deine eigene E-Mail-Liste, über E-Mail-Marketing eben zusätzliche Einkommensströme aufbauen kannst und das dementsprechend auch passiv. Egal in welcher Nische du jetzt bist oder was du jetzt konkret verkaufst, du kannst immer Zusatzprodukte kreieren, die du automatisiert dementsprechend darüber verkaufen kannst, ob das ein E-Book ist, ein Hörbuch, ob das ein Mitgliederbereich ist, ein Videokurs, ein Videotraining, was du zum Beispiel selbst kreierst, aber du kannst auch nach bereits existierenden Produkten suchen, die sich schon gut verkaufen, die zu deinem Thema passen, jetzt vielleicht nicht in direkter Konkurrenz zu dir stehen, und kannst dementsprechend quasi dein Hauptprodukt über deine Liste verkaufen und aber da außenrum durch E-Mail-Marketing noch weitere Zusatzverkäufe dementsprechend generieren. Der fünfte Punkt, warum du E-Mail-Marketing nutzen solltest, ist, dass du geringe Kosten hast und hast eine hohe Reichweite. Je nachdem, wie groß deine Liste ist, kannst du mit einer E-Mail auf einen Schlag 1000, 5000, 10.000, 100.000, Empfänger erreichen, die ja grundsätzlich ja an deinem Thema Interesse haben, sonst wären sie ja nicht auf deiner Liste. Und das alles ist quasi, die E-Mail kostet ja dich nichts. Natürlich kostet dich dein E-Mail-Marketing-Anbieter was, aber das sind dann eben quasi die einzigsten Kosten, die du ja in dem Zusammenhang hast, und hast dementsprechend sofort eine hohe Reichweite an eine Zielgruppe, die an deinen Themen ja interessiert ist. Also fünfter Tipp: geringe Kosten, hohe Reichweite. Dann der sechste Gedanke dazu ist Unabhängigkeit. Bei allen Vorteilen, die zum Beispiel Social Media wie oder YouTube, Facebook, was die uns alle bieten, unbestritten. Aber
was passiert, wenn mal dein YouTube-Account zugemacht wird? Was passiert, wenn Facebook aufgrund falscher Werbeanzeigen deinen Account sperrt? Ja, in dem Moment beschneidest du dich quasi selbst, weil du jetzt nicht aktiv werden kannst. Und so, wenn du eine eigene E-Mail-Liste aufbaust, ja, wenn du E-Mail-Marketing einsetzt, machst du dich unabhängiger, ja, ich sag mal, von anderen Dingen. Das heißt, du kannst dein Business weiter betreiben, indem du dann deine Interessenten halt über dein E-Mail-Marketing erreichst. Ja? Also Freiheit, Unabhängigkeit ist hier ein ganz entscheidendes Stichwort. Der siebte Punkt ist, du hast ungeteilte Aufmerksamkeit. Auf YouTube gibt es Millionen Videos, auf Facebook gibt es Millionen Posts und alle ringen um die Aufmerksamkeit, ja, des Users, also ja, der Person, die das Ganze jetzt gerade konsumiert. Und wenn aber du eine E-Mail versendest an eine Person, die auf deiner E-Mail-Liste ist und die öffnet diese E-Mail, dann hat sie keine Ablenkung links und rechts. Das heißt, sie liest deine E-Mail und schenkt dir dementsprechend auch volle Aufmerksamkeit. Okay, last but not least, die Auswertung und Statistik. Du siehst sofort, wenn du eine E-Mail versendest, du hast Öffnungsraten, du hast die Klickraten, dein E-Mail-Marketing-Anbieter, also das machen sie in der Regel alle, die bieten dir die Zahlen, die du brauchst, um für dich feststellen zu können, ob deine E-Mail dementsprechend erfolgreich war oder eben nicht. Und kannst dementsprechend schauen, okay, wenn jetzt zum Beispiel die Öffnungsraten relativ niedrig sind, ist einfach die Frage, war das das falsche Thema? Ja, war die Betreffzeile vielleicht nicht ganz so dolle? Also du hast dann dafür dementsprechend Ansatzpunkte, wo du ansetzen kannst, während du bei Flyern ja, oder bei Zeitungswerbung nicht unbedingt immer sofort messen kannst, okay, wie viele Rückläufer kommen denn jetzt daher? Okay, ich hoffe, diese 8 Tipps bzw. 8 Gedanken zum Thema, warum du eine E-Mail-Marketing-Software nutzen solltest, waren für dich hilfreich und haben dich ja ein bisschen mehr dahin geführt, dass du ja konkreter über den Einsatz ja eines ja oder einer E-Mail-Marketing-Software nachdenkst und dass du mehr darüber nachdenkst, ja dir eine eigene ja, Liste aufzubauen. Wie gesagt, eine eigene Liste hat viele Vorteile, wie bereits eben schon erwähnt. Und ich hoffe, die Tipps hier sind für dich ja, sinnvoll, helfen dir weiter. Wenn das so ist, dann teile doch das Ganze bitte mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen die Infos interessant sind. Gib mir einen Daumen hoch, unterstützt die Arbeit hier, wenn, wie gesagt, ja, diese Infos für dich hilfreich sind. Ansonsten, wenn du weitere Informationen haben möchtest, hast du ja unterhalb dieser Episode hier die Möglichkeit, ja, dich in den Newsletter einzutragen. Mach davon Gebrauch, dann bekommst du ja in unregelmäßigen Abständen immer ja aktuelle Infos ja von mir und natürlich weitere nützliche Tipps und Tricks. In diesem Sinne, alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Ich wünsche dir einen schönen Tag, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.